Geld und Co. Präsentiert von der Basler Kantonalbank. Guten Abend miteinander und willkommen zu unserem Wirtschaftsmagazin Geld und Co. Das eigene Geschäft zu verkaufen ist emotional und ein längerer Weg. Bis der Verkaufsvertrag unterschrieben ist, muss man an vieles denken und einen Haufen abklären. Jemand, der seine Firma verkauft hat, ist Andreas Lutz. Im Wirtschaftsbeitrag erzählt er von seinen Erfahrungen. Zuerst reden wir aber ganz grundsätzlich über den Unternehmensverkauf. Bei uns ist Adrian Henke. Er ist Leiter Unternehmerkunden im Private Banking bei der Basler Kantonalbank. Adrian Henke, wenn man das eigene Unternehmen will verkaufen will, an was muss man denken? Da gibt es einiges zu bedenken. Und die Regelung der Nachfolge ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine grosse Herausforderung. Da die Nachfolgeregelung stark mit dem Leben des Abgebenden verbunden ist, muss man sich zuerst einige grundsätzliche persönliche Fragen stellen. Wie, bis zu welchem Zeitpunkt werde ich den Verkauf abgeschlossen haben? Habe ich schon eine Vorstellung, für was ich meine Zeit nach dem Verkauf einsetzen werde? Und was ist mir speziell wichtig? Ist zum Beispiel ein möglichst guter Kaufpreis zu bekommen oder eher, wer der Nachfolger ist? Die Antworten auf diese Fragen sind unter anderem auch davon abhängig, welchen Einfluss die Nachfolgeregelung auf meine Altersvorsorge hat oder auch in Bezug auf die Weitergabe vom Vermögen an die Nachkommen. Das war jetzt die persönliche Seite. Und mit welchen Fragen muss man sich in Bezug auf das Unternehmen auseinandersetzen? Zuerst stellt sich die Frage nach der Nachfolgefähigkeit des Unternehmens. Das heisst, ob das Unternehmen überhaupt ohne das Know-how und Kundenbeziehungen vom bisherigen Eigentümer weitergeführt werden kann. Weiter ist dann die Beurteilung der Zukunftsaussichten des Unternehmens wichtig. Also wie sich Angebot und Nachfrage nach den angebotenen Produkten und Dienstleistungen in der Zukunft wird entwickeln und ob das Unternehmen die Leistungen in Zukunft zu konkurrenzfähigen Preisen kann erbringen kann. Drittens muss man dann bedenken, welche vorbereitenden Massnahmen man vor dem Verkauf noch treffen muss. Also beispielsweise angefangene Projekte, die man noch abschliessen muss. Oder gibt es noch Geschäftsvermögen, die vor dem Verkauf noch ins Privatvermögen transferiert werden müssen? Das sind alles Punkte, die letztlich auch einen grossen Einfluss auf den Verkaufspreis des Unternehmens haben. Ja, der Verkaufspreis, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wie tut man denn den Preis festlegen? Die Grundlage ist die Erstellung einer Unternehmensbewertung. Und dort sind vor allem zwei Aspekte zentral. Der erste Aspekt ist die Beurteilung des zukünftigen Ertragspotenzials des Unternehmens. Das heisst, man muss abschätzen, wie viel Gewinn man mit dem Unternehmen in Zukunft erzielen kann. Der zweite Aspekt ist die Ermittlung des Substanzwerts des Unternehmens. Dort tut man sämtliche im Unternehmen vorhandenen Vermögenswerte bewerten und zieht davon die vorhandenen Schulden ab. Von was ist denn abhängig, zu welchem Preis man das Unternehmen schlussendlich verkaufen kann? Das ist vor allem abhängig von Angebot und Nachfrage zum Kauf stehenden Unternehmen. Es sind dort aber nicht nur finanzielle Aspekte, die wichtig sind, sondern genauso wichtig sind emotionale Aspekte. Also beispielsweise, ob der Abgebende Mühe hat, loszulassen, das Unternehmen zu verkaufen, oder ob er im Gegenteil einen schnellen Verkauf anstrebt, um zum Beispiel mehr Freizeit zu haben. Weiter ist dann aber auch die Finanzierbarkeit des Kaufpreises durch einen Käufer wichtig, weil der muss ja auch den Kaufpreis finanzieren können. Schauen wir uns den Verkaufsprozess an. Der besteht aus 5 Phasen und dazu haben Sie uns eine Grafik mitgebracht. In der Vorbereitungsphase tut man die notwendigen Informationen aufbereiten und tut eine Unternehmensbewertung erstellen. Dann werden mögliche Käufer identifiziert. In der Kontaktierungsphase wird ein anonymes Blindprofil zum Unternehmen erstellt und die möglichen Käufer werden kontaktiert. Die Kaufinteressenten mit ernsthaftem Interesse unterschreiben dann eine Vertraulichkeitserklärung und geben dann eine erste unverbindliche Offerte ab, bevor sie dann mit Phase 3 in die detaillierte Kaufprüfung gehen. Nach der Kaufprüfung gilt es ernst. Was ist denn vor dem Unterschreiben denn noch wichtig? Wenn man nach der Kaufprüfung weiterhin Interesse hat und Finanzierungszusage der Bank vorliegt, geben Kaufinteressenten eine verbindliche Offerte an Käufer ab. Der Käufer analysiert dann die verschiedenen Offerten und verhandelt mit den verschiedenen Kaufinteressenten. Dann wird der Vertragsentwurf erstellt und man tut noch die letzten Details verhandeln bzw. klären, bis es dann zu einem Vertragsabschluss kommt. Wann ist der Moment, wo man die Mitarbeitenden und Kunden informiert?
Kommunikation erfolgt in der Regel erst nach Vertragsunterzeichnung und dem Abschluss der Transaktion. Vor allem um Mitarbeiter und Kunden nicht zu verunsichern. Ein gutes Kommunikationskonzept ist sehr wichtig, um Transaktionen erfolgreich abzuschließen und um sicherzustellen, dass das Unternehmen unter dem neuen Eigentümer einen guten Start in Zukunft hat. Und das ist natürlich wünschenswert für alle Beteiligten. Dankeschön an den Hengi für die Informationen zum Thema Unternehmensverkauf. Er hat seine Firma vor einem Jahr verkauft, der Andreas Lutz von der Egler Lutz AG zu Basel. 5 Jahre lang hat der Prozess gedauert, unterstützt hat ihn ein Mentor, der gleichzeitig die ganze Unternehmensnachfolge mit ihm abgewickelt hat. Es hat weder eine Familie noch eine unternehmensinterne Lösung gegeben. Aber so wie es jetzt ist, stimmt es für Andreas Lutz und für seine Mitarbeitenden. Was der ehemalige Unternehmer mit seiner neuen Freizeit macht, weiss er noch nicht genau. Sicher reisen und einfach geniessen. Immer noch steht der Andi Lutz mit den Plänen auf der Baustelle. Nur nicht mehr als Besitzer und Geschäftsführer von seiner eigenen Firma, sondern nach dem Verkauf als Angestellter. Wie ist das, wenn man sich als ehemaliger Firmenbesitzer plötzlich vom Chef muss sagen, was man zu tun hat? Geht das? Das ist sehr gut. Nein, das funktioniert wunderbar. Also ich muss sagen, ich bin total happy über die Lösung. Sie machen das sehr gut und ich komme ganz gut am Morgen dort an. Schaff macht das, von denen kann helfen. Ich bin jetzt nicht mehr operativ, dass ich Baustellen betreue, aber ich helfe dort, wenn ich kann, mit Beziehungen, mit Ideen, vielleicht auch mal etwas hinweisen, wo man vielleicht noch mal ein bisschen überdenken könnte, bevor man es abgibt. Beziehungen ist in unserem Geschäft so und so, mit unseren Kunden arbeiten, da bin ich immer noch stark involviert. Mit 55 hat sich der Besitzer von der Egler Lutz AG angefangen, Gedanken über einen Verkauf machen, damit er sich mit 60 dann langsam und sukzessive zurückziehen kann. Dank einem Mentor und einem Haufen Kreativität ist es schliesslich zu einer Lösung gekommen mit zwei Basler, die unabhängig voneinander seine Firma haben wollen kaufen. Dass das zwei sind, ist natürlich auch ein bisschen speziell. Beide haben sich separat auf die Firma beworben. Wir haben separat Gespräche geführt. Die zwei kennen sich. Das war dann Zufall. Bei einem Bier haben sie gemerkt, dass sie noch am gleichen interessiert wären. Und haben mir am 23. Dezember, das weiss ich noch ganz genau, 22 angerufen und dann gesagt, los, wir machen das zusammen. Und das war für mich wirklich so die Erlösung. Ab dann habe ich gewusst, jawohl, es läuft. Und man ist dann eigentlich in den Vertrag hineingegangen, bis es heute jetzt zur Übergabe gekommen ist. Die Übergabe war für alle Beteiligten die optimale Lösung gewesen, obwohl die zwei neuen Besitzer eine völlig andere Vorgeschichte haben. Der Niki Gütlin hat bei mir schon mal geschafft, hat vor 20 Jahren Maurerlehre gemacht, Vorarbeiterschule, Polierschule. Dann haben wir ihn rausgeschickt zu einer grossen Firma. Dann ist wieder zurückgekommen. Andi Rötlisberger haben wir über eine Personal-Kadervermittlungsstelle gefunden. Also da sind wir wirklich gesucht, sind die Firmen halt anfragen, schauen, wo hat es jemanden, der zu uns könnte passen. Noch ein bisschen Lärm und Dreck ist also angesagt auf dem Weg in Ruhestand. Und dann geht es von der staubigen Baustelle in die frische Bergluft. Ich genieße es natürlich im Wallis, im Büchen, ich genieße es im Tessin und werde sicher mehr reisen. Das ist ganz oben auf dem Ziel, ja. Ein sanfter Abgang und ein geordneter Rückzug will gut vorbereitet sein. Das ist es von Geld & Co. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Ausgabe. Dann reden wir über die Bargeldinitiative. Eine gute Zeit, auf Wiedersehen. Geld & Co. Präsentiert von der Basler Kantonalbank.